Die Küche kann schon eng werden, ne? Mit 6 Lebewesen. Ja, auf jeden Fall. Warte, bis das Hausschwein kommt, das 80 Kilo wiegt. Für wann ist das disponiert? Ich weiß es nicht. Ich schaue die ganze Zeit, aber ich bin noch unschlüssig, ob das der richtige Entschluss ist. Ja, Schwein zu kaufen auch kein Schwein. Wir kaufen es auch nicht, wir retten es. Ja. Oder wir klauen es. Du, ich bin grundsätzlich für jedes Tier offen, aber die Räumlichkeiten müssen stimmen. Und solange ich meine Hühner nicht retten darf... Du darfst doch deine Hühner retten. Du hast gesagt, ich darf keine Hühner retten. Du darfst Hühner retten, natürlich darfst du Hühner retten. Immer wieder geil. Ja, von wegen was zusammen kochen. Wir machen zusammen Meal Prep und dann am Ende des Tages steht einer in der Küche und schwätzt und einer in der Küche und arbeitet. Also ich will jetzt nicht böswillig unterstellen, dass du dir nicht große Gedanken bei deiner Klamottenauswahl machst. Ich nehme das, was am Haufen am obersten liegt. Wenn ich den Schrank aufmache, nehme ich das T-Shirt, was oben liegt. Heute war halt die Hose dran. Es war halt keine lange Hose dran, sondern eine kurze Hose dran. Heute muss man sagen, sonst ist der Teatrum bekannt für sein stylisches Auftreten. Heute ist aber die Komposition total unstimmig. Was hältst du von dieser Verkaufseinrichtung hier? Geil, richtig cool. Jeder zahlt selber mit der Kasse auf Vertrauensbasis. Sehr sympathisch. Sollte man auch in der Frankfurter Innenstadt machen? Auf jeden Fall. Dann hast du 0 Euro drin und alle Kürbisse sind weg. So, heute geht's um dich und um deinen Mann. Was sind so deine Impressionen aus einem Leben mit einem Vollzeitsportler, dieser Persönlichkeitsstruktur wie Stefan? Es gleicht auf jeden Fall kein Tag dem anderen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir ein unantastbares Urvertrauen gegenseitig haben. Auch Eifersucht tatsächlich noch nie in all diesen Jahren jemals ein Thema war. Und das ist einfach das Allergeilste. Wir haben eine Beziehung jenseits von Eifersuchtslappalien, Überwachungskontrolliert, Zwängen. Was uns am Anfang eigentlich hauptsächlich zusammengeschweißt hat, war einfach diese bedingungslose Tierliebe und dass die Tiere halt einfach über allem stehen. Das Attraktivste finde ich, dass wir immer miteinander lachen können. Wir verbringen viel Zeit, wir lachen viel zusammen. Sie hat einen positiven Einfluss auf mich. Sie gibt mir Feedback, wenn ich bezüglich meiner Schwächen zum Beispiel, was man verbessern könnte, auf eine sehr angenehme und konstruktive Art und Weise. Und ja, das ist wichtig, denke ich. Das ist schon hart. Die arme Community. Wieso tust du denen das an? Hallo, das ist so eine Hundescheiße jetzt nicht. Weil das, ein Großteil davon ist einfach nur Gemüse. Wir haben eine Kotgalerie. Tatsächlich ist es sehr wichtig, gerade wenn du Tierschutzhunde fosterst oder zur Pflege aufnimmst und die aufpäppelst. Die können natürlich immer wieder Parasiten einschleppen, egal wie gut du sie durchcheckst. Einige sind davon im Kot erkennbar und das Schlimme ist halt, die meisten sind hochinfektiös. Und deswegen gucke ich mir das ganz genau an. Das ist natürlich eine vernünftige, sinnige Rechtfertigung zur Analyse von Scheiße. Wäre ein Pferd nicht auch ein Tier für dich? Pferde, mega geil. Leider super oft missbraucht. Durch Turniersport etc. bin ich gar kein Fan von. Richtig geile Tiere, sehr sensibel, sehr elegant. Was denkst du, ist in deiner Persönlichkeit verankert, dass du die ganze Zeit von Hunden umgeben sein möchtest beziehungsweise Tieren helfen möchtest oder Hunde so liebst? Ich bin einfach ein sehr hilfsbereiter Mensch. Ich habe mich schon immer für die Schwachen ganz besonders eingesetzt und war schon immer so besessen von Fairness. Und ich glaube, das sind so ein paar Schlagwörter, die du bei der Tierrettung auf jeden Fall brauchst und auch verfolgen musst. Hi, was geht? Alles klar? Was hast du gemacht? Ich habe Hundefutter für heute Abend vorbereitet. Okay, aber ich habe gesehen, du hast vorhin 1 Liter Mandelmilch geäxt. Könnte das damit zu tun haben, dass du jetzt hier im Toilettengang... Nee, das hat eher was mit meinem Wortlaut zu tun, dass ich super viel trinke und die ganze Zeit schiffen muss. Ach so, okay, verstehe. Wir gehen jetzt ins Training, wir vergessen keine Pronomen. Und dann später kommen wir wieder her und dann gehen wir nochmal ins Training mit Lea, weil Leas Beine werden heute geschreddert. Beautiful. Go. That is better. Einfach das Beste. Genießer, Feinschmecker. Mhm. Mhm. Einfach geil. So, Kaffeekränzchen jetzt? Jetzt Kaffeekränzchen, genau.
So, was ist unsere Mission hier? Unsere Mission ist Kaffee trinken und warten. Worauf warten wir? Dass die Zeit vorbeigeht, dann fahren wir nach Hause und dann trainieren wir mit Lea. Irgendwas fällt auf an deinem Ellbogen? Geplatzter Schleimbeutel. Mir fällt es immer nur auf, wenn ich mich abstütze, dass es wie so eine Qualle oder so ein Luftkissen ist, so ein warmes Luftkissen, was drunter ist. Wir gehen Blumen kaufen. Für mich? Für mich? Auch, ja, natürlich. Jawohl. Was willst du? Ich trage Butter mit vielen Dornen. Hauptsache ein Geschenk von dir. Ja, okay, gerne. Wir müssen schauen, was Saisonales natürlich. Was Saisonales und was Regionales wollen wir haben. Rote Beete. Herz. Rote Beete könnt ihr auch schenken, natürlich. Ja. Du musst mir helfen, es rauszuheben, Schatz. Ich weiß das schon. Was denn? Da. Was denn? Da sind Blumen. Nein. Aber du warst doch gar nicht. Ich habe einen Komodo-Waran gekauft. Komm jetzt her. Echt jetzt? Ja. Süß. Ja, schau mal. Da ist er drin. Das ist das Ei von ihm. Und dann schlüpft er aus. Schau mal. Das macht er eigentlich nur, wenn er böse ist. Ja, wir haben jetzt ein altbekanntes Problem von Ralfi. Er frisst super viel Gras immer. Dann bleibt es manchmal hinten stecken. Dann kommt er halt zur Hilfe, dass ich ihm helfe. Aber er mag es auch nicht. Deswegen muss ich ihn jetzt erstmal anfüttern hier. Okay, komm mal her, Schatzi. Alles gut, Schatzi. Ist vorbei. Schau mal, fein. Ralfi hat Alarm im Darm. Ja. Alles gut, nein, hey. Gut, der ist danach, ist ja auch richtig sauer, ne? Das dauert ein bisschen. Hey, Schatzi, tut dir niemand was. Fein, ich hab dir gar nichts getan. ESN hat viele geile, durchdachte Produkte, die einfach Mehrwert für euer Training und eure Performance haben. Schaut bei ESN vorbei, mit dem Code T800 könnt ihr mindestens 10% sparen und schaut auch in den anderen Kategorien vorbei. Und für alle Nichtathleten oder die nicht so viel trainieren, der gesundheitliche Aspekt von Mangelerscheinungen ist natürlich auch immer gegeben und es macht Sinn, Vitalstoffe, Vitamin B12, Vitamin D3K2, das sind alles Vitalstoffe, die im mitteleuropäischen Raum oft Defizite haben, aufgrund von den Gegebenheiten, von Ernährung, von Sonneneinstrahlung und. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, das Ganze zu supplementieren. So, Training war angedacht für 14, 15 Uhr. Ja. Einmal ein ganz kurzer Blick auf die Uhr. Muss ja immer die Mischung haben aus situativer Flexibilität und Verabredungstreue, ne? Genau. Es ist wenigstens am selben Tag passiert. Ja. Vortreffliche Schuhauswahl, wie immer. Für ein Beinworkout. Das ist das Gesicht, das die Schnürsenkel gerade sehen. Genau. Ich mag das Gebimsel nicht, deswegen mache ich eine Doppelschleife. Stefan wieder aus dem Premium Hillbilly-Katalog die besten Übungen rausgesucht. Guck mal, ist ja ganz normal im Athletenleben, dass man mal gute Tage hat und mal schlechte Tage. Wie kategorisierst du den heutigen Tag ein? Beschissen. Joe Rogan hat letztens gesagt, wenn ich nie trainiert hätte, wenn ich mich nicht optimal fühle, hätte ich in meinem Leben wahrscheinlich gar nicht trainiert. Ich wäre dafür, dass wir auf dieses Training heute ein anderes Licht werfen. Ja. Und dass wir jetzt uns zusammenreißen und richtig Gas geben. Ich so wie es der Körper... Komm jetzt! Pause vorbei! Ich habe viel zu viel Kaffee getrunken. So, wie hat sich deine Frau angestellt beim ersten Satz? Gut. Das oxidative Stresslevel ist leicht erhöht. Ja. Ich werde später ein bisschen Ashwagandha für sie supplementieren, um es wieder zu senken. Ja. Es bedarf halt manchmal Zeit. Ne? Ja, man muss halt die Beine richtig rüsten jetzt. Auf geht's. Das ist halt wie wenn du ein Date bist. Ne? Man braucht halt Zeit, bis man auftaut, bis man weiß, wo man steht, was man wagen kann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein richtiges Date hatte. Ja, ne? Das ist mit dem T800. Das letzte Date. Das war kein Date. Das war der Einzug. Treffen und einziehen. Direkt mit seinem Rucksack, beim Schmuddelrucksack. Schmuddelrucksack, damals schon. Ja. Dieser Schmuddelrucksack, was der heißt Borealis, das? Der Borealis war der geilste Rucksack aller Zeiten. Gut, dass Kumpon kam und einen neuen Rucksack gebracht hat. Der Borealis ist eine Linie von North Face, oder? Ey, das war so ein versiffter Rucksack. Dieses geile Girly-Shirt bekommt ihr bei Kumpon. Mit dem Code T800 gibt es 10%. Bei Kumpon könnt ihr alles, was mit Gym-Equipment, Kampfsport-Equipment, Sportmode zu tun hat. Das Nonplusultra, Marken wie Pitbull, Clitoris. Clitoris, genau. Clitoris. Ja. Gibt es dort. Also ihr werdet auf jeden Fall fündig. Schaut vorbei. Nase putzen. Fluchtweg gesucht oder was? Nase putzen. Glaubt ihr, Sport als gemeinsames Interesse ist eine Komponente, die eine Beziehung mehr miteinander verschweißen lassen kann? Verschmilzen. Das ist wieder fabelhaft ausgedrückt. Ja. Habe ich einen Grammatikfehler gehabt? Nee, war korrekt. Nee. Ja. Grammatikalisch korrekt, ja. Ich kann nicht meckern. Es geht darum, dass gemeinsame Sport und die Dynamik, die sozusagen, beziehungsweise dieses gemeinsame Ziel ob von sportlicher Ausrüstung. Ob man noch mehr verschweißen kann. Ob man noch mehr verschweißen kann. Ja. Ja, also ich beantworte das jetzt einfach mal.
Ja, definitiv. Aber es ist doch mit natürlich allen Tätigkeiten so, ja, die man gemeinsam macht. Also gemeinsam was zu erreichen, gemeinsam was bewerkstelligen, gemeinsam sich Ziele setzen, die zu erreichen, ob im Sport, ob bei jeglichem Hobby, ist doch geil und schweißt zusammen. Absolut. Aufgrund von einer Mittelfußprellung kann ich selber kein Seil springen im Moment, aber ich kann euch ein Sprungseil auf jeden Fall ans Herz legen. Ich nutze die Sprungseile von Everjump. Ihr habt eine App, die ihr nutzen könnt, die vorgefertigte Workouts mit sich bringt. Ihr könnt eine Challenge draus machen, das ist absoluter Mehrwert für euer Training. Investiert in was Hochwertiges, dafür habt ihr mehr davon. Es gibt eine 30 Tage Geld zurückgarantie. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen. Ja, das war ein kleiner Einblick. Ihr seht, es ist alles Teamwork im Leben. Es ist extrem wichtig, wie ihr euer Umfeld wählt und mit wem ihr sozusagen den Weg bestreitet. Nur mit einem guten Team, mit einer guten Partnerin, mit einem gesunden Umfeld um euch rum könnt ihr auch das erreichen, was ihr erreichen wollt. Und einem gesunden Mindset, genau. Und vielen Hunden kann man richtig viel erreichen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Hunde deinen Serotoninspiegel steigen lassen. Definitiv und dein Immunsystem stärker machen. Tschüss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog.